Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game, ich bin Chazzo Arena 5. Und heute legen wir uns höchstwahrscheinlich mal mit Laura an. Die muss ja auch mal wieder, die muss auch mal was abkriegen, weil, ist ja so. Ich glaube, siehst du, Moment, hier im Glover Lust, kannst du sogar mal einen Garten spielen, wenn du magst. Jo. Der einzige Mensch für Preise, stell dir das nicht so einfach vor, nur weil ich ein Mädchen bin. Bist ein Mädchen? Okay. So, mal gucken, ob wir dieses Mal genauso viel Glück haben wie letztes Mal, was unser Kartenziehen angeht. Letztes Mal hatten wir, was das anging, ziemlich Glück eigentlich, dass das alles so perfekt zueinander gepasst hat. Wir haben Dicta, Magnetilo, Dicta. Oh mein Gott, das sieht nicht so doll aus. Wobei doch, ich könnte Dicta raushauen und wir haben nur Feuerenergie. Komm, wir hauen trotzdem Dicta raus. In der Hoffnung, dass wir da mit Birr nochmal irgendwie was nachhauen können. Packen wir Magnetilo auf die Bank. Inklusive... Warum habe ich Mauzi drin? Was bringst du mir eigentlich? Füge deinem zufällig gewählten Punkt mal das genau 20 Schadenspunkte zu schwächen. Das Ding kommt raus. Sobald ich was Gutes habe, um es zu ersetzen, kommt's raus. Komm noch ein zweites Deck da auf der Bank. Warum nicht? So. Sie hat nur ein Pokémon auf der Bank. Das könnte noch interessant werden. Yay, ich darf anfangen. Das ist immer, ich weiß nicht, warum ich immer anfangen will. Das ist irgendwo toll. Oh, Glumanda. Glumanda, du gesetzt dich auf der Bank. Ja, mit Dicta ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch. Ich gebe aber auf jeden Fall Glumanda die Feuerenergie, weil Dicta kann damit nichts anfangen. Okay, hier vielleicht erst Bill einsetzen sollen, ich Idiot. Naja. Wir haben Ponita und wir haben einen Ratsplatz. Ah, beides nicht so geil. Gut, müssen wir fertig. Können wir leider diesen Zug nichts machen. Mirapla! Sie hat Unkraut auf der Bank gelegt, na super. Kann sie angreifen, wenn der Zug ohne anzugreifen. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ey, komm schon, noch ein Ponita. Soll ich mir den ganzen Ponys auf der Hand? Ich kann wieder diesen Zug nichts machen, wow. Ich hätte tauschen... Nee, weil ich kann nicht mal tauschen. Weil ich glaube, Dicta hat Rückzugskosten. Und jetzt kriege ich voll aufs Maul. Ja, ne? Lähmung? Ach, keine Lähmung. Trotzdem... Oh, fuck, ich hatte Schwäche. Egal. Kriegen wir hin. Können wir noch retten. Das ist nur ein Tangela. Das ist nur ein übergroßes Sentai-Monster. Wir haben Glumanda mit Feuerenergie drauf. Aber wir wissen es etwas zum Angreifen. Natürlich! Ziehen wir jetzt die Kampfenergie. Well, fuck you. Ich könnte das Ding mit einem Schlag brutzeln. Ich glaube, ich mache das sogar. Das war ein bisschen dangerous, weil... Dicta könnte es... Wobei, fuck Dicta, komm. Glumanda rockt das jetzt. Angriff. Grillis. Flonk. Und tot. Game over, bitch. Genau, nimmt den Preis. Gib mir das. Magneton. Keine einzige Dings Elektroenergie auf der Hand, aber egal. Wow, das Ding ist einfach nur tanky. Na super, und sie packt jetzt einfach mal... Na klasse. Jetzt haben wir ein Problem. Oh. How convenient. Ja super, aber Magnetilo, na wobei... Still better than nothing. Überprüfen, du brauchst zwei Donner für Donnerwelle. Finale jagt sich selber in die Luft, ich mag sowas, ja. Immerhin können wir das Ding kratzen. Das bringt auf jeden Fall noch nichts, jetzt Magnetilo zu entwickeln. Es wäre eher ein zu großes Risiko, als dass es was bringen würde. Zungenangriff. Lähmung. Komm schon. Yes. Ew, mein Freund. Einfach nur ew. Oh, Bill. Sehr schön. Gib mir Karten, bitte. Ich brauche gute. Pikapi und... Glutexo. Sehr gut. 3x für Schlitzer. Ich habe immer noch keine Energiekarten. Das kann doch nicht angehen.
Okay, ich kann Lumanda im Notfall kann ich es entwickeln, aber... Okay, so viel zum Thema Kartenziehglück, ne? Wir können es nur kratzen, mehr können wir nicht. Wir haben keine Energiekarten in der Hand. Und wir ziehen auch keine. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Oh, und die push weiter hier, du, Flor. Nee. Oh, komm, wenn er mich jetzt auch noch lähmt, ey. Scheiße. Okay, ich habe einen Hyperheiler, den könnte ich dafür benutzen, aber... Ich weiß nicht, ob ich das so früh schon möchte. Das Ding kann mir ja nicht viel anhaben, aber der Duflo auf der Hinterhand garantiert. Elektroenergie. Ach, der hat einen Duflo auf der Bank. Ja, das Ding hat garantiert Donnerresistenz. Warte mal. Können wir das nicht checken? Rückzugskosten, es hat keine Resistenz. Das heißt, wir können doch mit Magneton ran. Das ist gut. Das heißt, wir könnten doch mit Magneton ran. Es geht zwar schneller drauf, wenn wir es einfach grillen würden, aber die Option liegt uns leider gerade nicht zugute. Wir entwickeln... Ich hoffe jetzt einfach, dass das so funktioniert. Das ist so ein bisschen... Wir nutzen Hyperheiler, damit ich wenigstens noch mal ein bisschen draufhauen kann. Wenigstens etwas. Das Ding hat immer noch 60 KP übrig. Dafür, dass das so ein Basis-Pokémon ist, ist es ganz schön tanky. Ich meine, einfach mal ein 90 Dings hier. Ich muss was trinken, unbedingt. Ich rede hier die ganze Zeit wie so ein Stock am Stock und hab Durst. So. Oh, Feuerenergie. Das trifft sich. Sehr gut. Aber ich möchte noch mal kurz das Szenario checken. Sie hat ein Duflor, das kann mit... es wäre bereit, mich einzuseifen. Also zumindest mein Glumanda. Ich will mal überlegen, ob ich Glumanda opfern soll dafür. Ich meine ja... Magneton bräuchte irgendwas für Donnerwelle. Das ist auf jeden Fall gut. Und Donnerwelle hat auch die Chance zu lähmen. Ja, und das ist Explosion, also Finale. Können wir uns denken, wo das hinführt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich zögere das Ganze noch ein bisschen weiter hinaus. Ich kann zwar nicht angreifen dann... Aber ich kaufe mir einfach ein bisschen Zeit. Ja, auf jeden Fall kann ich mir damit Zeit kaufen gerade. Wenn es mal überlegen, Magneton braucht nur noch eine Energiekarte. Also gebe ich die mal Glutex so. Weil wenn ich nochmal eine Karte ziehe, dann kann ich auf jeden Fall 30. Und dann ist das Ding in zwei Zügen tot. Flammenwurf werde ich, glaube ich, nicht mehr zukommen. Wäre aber cool, das wäre der Idealfall. Weil dann wäre das Ding gleich, wäre das Ding fast toast. Du. Jetzt hab ich ein Problem. Giflo, einmal während des Zuges, vor deinem Angriff kannst du eine Münze werfen. Bei Kopf wäre schon eine... Oh mein Gott, diese Fähigkeit... Oh mein Gott, nein! Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, hier wird uns gerade... Are you fucking kidding me? Oh nee. Bis dazu kannst du vor Angriff wie auf deine... Ich habe ein richtig großes Problem jetzt. Oh, nee. Yes. Oh, Glück gehabt, ey. Super, jetzt ist es egal, was ich, ob ich Energie ziehe oder nicht. Ich habe ein Riesenproblem. Ich steck echt in der Klemme. Mach Holo. Super. Mach Holo. Du bist echt grad... Guckt euch dieses Blatt an. Das kann doch nicht angehen. Komm weg mit dir. Komm weg mit dir, ey. Es regt mich auf, so ein scheiß Blatt zu haben. Ich kann jetzt nichts machen. Super. Ja, Lähmung von Lähmung geheilt. Solange sie nicht tauscht... Sie wäre blöd, wenn sie tauschen würde, weil... Wirklich, das Risiko, dass ich halt mit, komm schon. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht! Was hab ich auf einmal für ein Unglück? Oh Mann. Elektroenergie. Magneton. Ne?
Ich kann mit Glusexo eh nicht angreifen, von daher... Weiter aussitzen und hoffen. Weiter aussitzen und hoffen, dass ich irgendwann was gut ziehe. Ja, Heiler, komm. Hab deinen Spaß. Ach, Glück gehabt. Und Zungenangriff. Boah. Diese Schlurp, ne? Okay, diesmal hatte ich Glück. Ich nehme Schaden, aber leb noch. Oh Mann, aber sie will aber auch partout nicht austauschen. Warum auch immer. Ich glaube, sie hat echt einfach zu sehr... Pikachu! Ist das dein Ernst? Ich glaube, meine Bank ist voll. Fast. Machen wir die Bank jetzt voll, so. Meine Bank ist voll. Ich kann nichts machen, weil ich keine Energie ziehe. Seht ihr, das meine ich. Deswegen... Ja, mach doch deinen Heiler, du Frau. Ja. Und das Ding ist voll geheilt. Immerhin bin ich nicht gelähmt. Ich lebe auch noch. Also mein Glutexo zumindest. Aber mein Glutexo denkt sich auch langsam... Hallo! Ernsthaft! Warum? Das kann doch nicht eigentlich, damit sie gerade jedes Basis-Pokémon, was ich hab. Warte mal. Ich muss 2 für Rückzug. Dann könnte ich Magneton rausbringen. Magneton kann mit Dönerwelle angreifen und damit kann er wenigstens ziemlich stressen. So bleibt wenigstens mein Glutexo erstmal sicher. Und kann zur Not noch einen Flammenwurf raushauen, wenn ich irgendwann mal Glück haben sollte. Ach nee, kann er nicht, weil ich ja 2 dafür opfern muss. 30. Das Ding braucht dann immer noch einiges, es sei denn, es lähmt. Wisst ihr was? Wir gehen zurück. Wir ziehen Glutexo zurück. Packen Pound Magneton rein. Und hauen dem Ding jetzt voll eine Dönerwelle um den Kopf. Ich habe jetzt so die Schnauze voll. Und natürlich lähmt es nicht. Immerhin nimmt das Ding jetzt mal Schaden. Ja, ja, Heiler, du mich auch. Fucking kidding me. Der hat einen Giflor mit Heiler und ein verdammtes... Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Unglück im Unglück in Magmar. 6 KIB um sich jetzt schon Basis-Pokémon. Ich kann nichts machen, ich bin gelähmt. Oh, ey. Ich glaube, das wird eines dieser Projekte, wo ich mir hin und wieder mal Gäste einladen werde. Einfach, um das Ganze für mich erträglicher zu machen. Oh, komm schon bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Hör doch mal auf, mich zu leben, du Behindertenschlurp. Oh mein Gott, wenigstens etwas. Ja, ich darf nicht mal meine Attacken angucken. Bist du irgendwie behindert oder so? Glutexo. Kann nichts machen, weil ich nur Basis-Pokémon ziehe. Und warum soll ich mein Magneton in die Luft jagen? Dieses eine Match, ne? Komm schon! Das kann doch nicht wahr sein! Oh, nee. Das wird echt so ein Projekt, wo ich mir echt irgendwann Gäste einladen muss, weil ich sonst einen Anfall kriege. So, jetzt aber. Glutexo, es wäre bereit für einen Flammenwurf. Es wäre bereit, was zu rösten, aber Magneton hält noch ein bisschen was. Ich brauche Glutexo, damit es halt einfach mal ihre Hinterreihen grillen kann. Jetzt kann ich eh nichts mehr auf der Bank packen. Meine Bank ist voll. Zieh ja nur Basis-Pokémon. Aber das Gute ist, jetzt können bald irgendwann keine Basis-Pokémon mehr kommen und ich muss irgendwann mal was Vernünftiges ziehen. Ja, Heiler, du mich auch. Yes, immerhin etwas. Und Zungenangriff. Ey. Die Münze. Der schlimmste fucking Feind. Ey. Nee. Jetzt schon das vierte Mal hintereinander, glaube ich.
dritte oder vierte Mal, eins von beiden. Mit Kampfenergie. Geben wir mal Hollow. Ich kann ja wieder nicht angreifen. Weil ich andauernd gelähmt bin. Ich brauche unbedingt einen Schlurp in meinem Deck, ey. Ja, du setzt Heiler ein. Funktioniert nicht. Pass mal auf, aber Zungenangriff funktioniert trotzdem. Warum hat sie eigentlich zwei Pflanzen... Na endlich! Warum hat sie eigentlich zwei Pflanzenenergie auf ihrem Schlurp, wenn sie eigentlich nur einen für diesen Müll braucht? Blöde Frau. Feuerenergie. Oh, jetzt läuft's doch langsam. Jetzt kriegen wir doch langsam Energie rein. Setzen wir starten mit Ponita damit aus. Jetzt! So, pass mal auf. Pass auf, wie es nicht gelähmt ist. Was? Was? Was ist denn das? Du bist ja gelähmt. Sackgesicht. Ich glaube, es geht los hier. Oh, komm bitte. Ich hätte es im nächsten Zug töten können, weißt du? Aber nö. Nö, jetzt wollen wir nochmal zwei Züge. Ein Hyperheiler. Na geil, der kommt früh. Pass auf. Jetzt funktioniert es wenig. Doch. Oh. Na, wie fühlt sich das an? Scheiße, wa? Ganz großes Scheiße, wa? Sucks to me, yo. Ja, jetzt haut sie langsam Sachen auf ihr Bisa-Floor und... Oh mein Gott. Ihr Schlurp kann nicht angreifen. Okay, aber der Rest ihrer Truppe ist jetzt bereit für einen Krieg. Das gefällt mir nicht. Das Schlimme ist, sie ist auch gleich als erstes am Zug und also... Wir haben ein Problem. Also wir sitzen gerade so ein bisschen in der Klemme. Ich bereite mich auch für den Krieg vor. Sie will Krieg, also gebe ich ihr Krieg. Mit all meinen Basis-Pokémon, die ich auf der Hand habe. Komm, lähm es. Oder lähm es nicht, töte es einfach bitte. Mach es einfach kaputt. Danke, Alter, dieses Schlurp. Ne? Computer, entfernt sogar von der Hand, stapel eine beliebige Oh mein Gott, das ist so gut. Jetzt kommt ihr Giflor. Ja, und das Ding wird mich jetzt töten. Zumindest mein Magneton. Wow. Übertreib. Ja. Ja. Ja, es war irgendwo klar, ich hätte das so oder so nicht überlebt. Oh, es ist verwirrt. Was? Es ist verwirrt? Es ist G? Boah, aber ohne Scheiß, jetzt einfach mal von jetzt auf gleich ein verdammtes... Wisst ihr was? Ich bin jetzt dran. Das ist eigentlich verdammt gut. Ich grill das Ding. Feuerenergie. Oh ja, es funktioniert. Nee, warte. Das ist nicht mein Batman-Blast. Ponita. Als Hinterhand. Angriff. Grill das Ding. Mach Hackfleisch. Boom. Weg. G-fucking-G. Gib mir diesen Trank. Zu doof, dass der nicht mehr so wirklich zum Einsatz kommen wird, weil Bisa-Floor wird mich jetzt... Oh mein Gott, es wird mich einstampfen. Es hat mich eingestampft. Okay. Alles cool. Also, anschauen. Den Spielbereich. Was hat mein Ponita drauf? Flammenrad, das macht 60 Schaden. Zurück. So. Ponita, in den Kampf. Feuerenergie. Das Ding macht 60 Schaden. Das heißt, ich bin instant tot. Ich habe aber eine Idee. Wir spielen Internetsuche. Ich lege mein Fukano ab. Und ich lege mein Pikachu ab. Jetzt kann ich mir eine Karte aussuchen. Hab ich einen Galopper? Ich bete gerade, dass ich hier... Warum habe ich ein Zapdos in meinem Deck? Ich habe kein Galopper in meinem Deck. Warum habe ich kein Galopper in meinem Deck? Wie viel hält Dick Dreh aus?
Hä? Was denn? Achso, es wurde sortiert. Oh. Nee, das bringt mir alles nichts. Ich... Oh, Mann, nee, komm. Das bringt mir jetzt seriöslich wenig. Natürlich! Oh, warte, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Hand. Power Plus. Ich bin mir jetzt unsicher, ob das funktioniert. Ich hoffe es einfach. Wie viel Schaden macht das? 70 aufgrund von Schwäche. Nein, das Ding killt mich. Ich will nicht. Nein. Ja, komm. Mach mich alle. Komm. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das Ding war... Hallo, mach mich doch einfach fertig. Du blöde Frau. Mach mich doch einfach fertig. Die Idee war gut, doch die Arme waren zu kurz. Wow. Das war Part 2 von Let's Play Pokémon Trading Card Game, ne? Nur mal so.